Die Anleger rund um den Globus halten den Atem an, denn die US-amerikanische Notenbank Fed kommt heute und morgen zusammen, um über die weitere Geldpolitik zu beraten. Morgen dann, kurz nach 20 Uhr, wissen wir mehr, wie es denn nun weitergeht mit den Zinsen in Amerika. Bei mir ist Dr. Max Schott. Er ist von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier zu uns gekommen. Herr Schott, lässt sich denn an den aktuellen Renditen beispielsweise für die 10-jährigen Staatsanleihen in Amerika oder auch am Dollarkurs erkennen, was die Märkte erwarten? Die Märkte erwarten schon eine Veränderung im Hinblick darauf, dass es vielleicht nicht ganz so locker weitergeht. Die Kurse für die US-amerikanischen Staatsanleihen, die 10-jährigen, sind in den vergangenen 4-5 Wochen um 4%, 3,5% gefallen. Bei einem Zinskupon von mageren 1,75% sind es ja zunächst mal 2 Jahre, die Ihnen als Anleger fehlen. Also einfach, um das ein bisschen auch zu relativieren, diese doch relativ geringe Zahl mit 3,5%, das ist sehr viel in diesem Bereich. Andererseits ist der US-Dollar nicht stärker, sondern schwächer geworden gegenüber dem Euro. Der hat 4% verloren in den letzten 3-4 Wochen. Das ist aber das normale Marktgeschehen. Also da ist noch keine Richtung im Markt wirklich. Man hat auch manchmal den Eindruck, so eine richtige Richtung ist auch nicht direkt im Rat der Fed vorhanden. Mal hört man diese Stimmen, mal jene Stimmen. Mal geht es um eine Lockerung, mal nicht um eine Lockerung der Geldpolitik. Aber mal Hand aufs Herz, die Wirtschaftsdaten, die Konjunkturdaten, beispielsweise die Arbeitslosenquote, sind ja noch nicht da, wo die Fed sie gerne hätte. Also ist es nicht möglicherweise ein bisschen früh, schon über eine Straffung zu sprechen? Also die Zielarbeitslosenrate in den USA, die sich die Fed ja vorgegeben hat, sind 6,5%. Wir sind aktuell bei 7,6%, 7,7%, also nach wie vor deutlich drüber, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Vollbeschäftigung in den USA ungleich wichtiger ist, eine sehr viel größere Rolle spielt, dominiert sozusagen im Gegensatz zu Europa. Und wir haben ja in den USA nach wie vor keine Inflation. Also vor diesem Hintergrund ist sicherlich nicht mit einer Vollbremsung der US-amerikanischen Fed zu rechnen. Das würde die Märkte wahrscheinlich auch schocken. Reden wir noch über Ben Bernanke da selbst, denn Notenbankchefs, egal ob diesseits oder jenseits des Atlantiks, haben ja auch immer eine schwierige Kommunikationsaufgabe zu bewältigen, wie es immer so schön heißt. Was macht es so schwierig für Ben Bernanke? So, Herr Franek, waren Sie mal in einem Käfig mit einem Grizzlybär, der auf Opium sitzt? Und dann erklären Sie ihm mal noch, dass Sie ihm jetzt das Opium wegnehmen. Ja, also das ist im Moment die Aufgabe vom Herrn Bernanke, ja, der Grizzly. Die US-amerikanische Wirtschaft fühlt sich pudelwohl, ja, mit dem Opium, das sie jeden Monat verabreicht bekommt. Und das kann natürlich nicht endlos weitergehen, das wissen alle Beteiligten. Andererseits, der Herr Bernanke, weil Sie es gerade ansprechen, ist ja nur noch wenige Monate im Amt. Das ist das zweite Thema, welches er hat. Also könnte er mehr oder weniger auch frei aufspielen. Aber gut, das werden wir abwarten, was die nächsten Tage in der Tat passiert. Wie schwierig, Sie haben das Opium schon angesprochen. Es wird ja auch immer von Drogen gesprochen, die die Finanzmärkte zugeführt bekommen, mit den günstigen Geldern, mit der Liquidität. Kann man diese Liquidität überhaupt noch entziehen, ohne dass es zu großen Schäden kommt? Also die Liquidität wird ja nicht den Finanzmärkten zugeführt. Ich darf das präzisieren. Die amerikanische Fed kauft ja für 85 Milliarden Dollar pro Monat US-amerikanische Staatsanleihen. Das entspricht pro Jahr ungefähr 7% des Bruttoinlandsprodukts. Wir sprechen also über richtig, richtig viel Geld. Und es ist natürlich undenkbar, dass dieser Prozess in einem Zug gestoppt wird. Welche Reaktion erwarten Sie denn nun an den Börsen? Das ist vielleicht für viele auch in dieser Woche die große Frage, die hier auch in Stuttgart handelt. Welche Reaktion erwarten Sie für den Fall, dass die Geldpolitik tatsächlich gestrafft wird? Also die Kurse der US-amerikanischen Staatsanleihen, insbesondere der langlaufenden Staatsanleihen, werden weiter steigen. Das ist für die bestehenden Anleger ein Problem, weil die Kurse natürlich fallen. Das ist für Neuanleger aber auch eine Chance, weil es vielleicht mal wieder vernünftige Zinskupons gibt. Im Moment kann ja keiner was anfangen mit diesen sehr geringen Renditen. Die Börsen werden kurzfristig das eher skeptisch beurteilen. Hier wird mittelbar natürlich Liquiditätsengpässe eher befürchtet. Das heißt also, das kann schon sein, dass die Börsen hier ein bisschen nachgeben. Andererseits bedeutet ja eine Straffung der Geldpolitik, dass es der Wirtschaft wieder gut geht, dass die Unternehmen gut Geld verdienen. Und das würde dann mittelfristig nach einem Rücksetzer natürlich auch wieder entsprechende Erholungs- und Kurschancen bieten. Also kommt drauf an, welche Brille die Börsianer auch aufhaben, was sie sehen wollen, wie wir das so oft auch in der Vergangenheit gesehen haben. Das war Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Bradig.